Die meisten von euch da draußen kennen es. Ihr habt gerade aktuell irgendwie kein Internet, seid am Umziehen oder sonst irgendwas anderes und sucht nach einer Alternative. Da kann ich euch jetzt mal was richtig Gutes zeigen. Denn mir geht's aktuell genauso. Ich bin mitten im Umziehen, habe aktuell meinen DSL-Vertrag gekündigt und habe zurzeit kein Internet zu Hause. Also was macht man da? Genau, man besorgt sich ein 4G oder auch einen 5G-Router. Da gibt's mittlerweile richtig gute Konditionen von diversen Anbietern. Da kommt dann eine SIM-Karte rein. Ich habe mir jetzt zum Beispiel diesen TP-Link-Router hier 4G gekauft. Den gab's ganz günstig. Den habe ich bei Amazon für 40 Euro Gebrauch gekauft. Und dafür kann sich das Ding absolut sehen lassen. Wir können hier erstmal eine Nano-SIM-Karte reinmachen, wir können zwei PCs direkt anschließen und auch der Empfang mit den Antennen ist einfach super. Ich kann so einen Router nur jedem empfehlen, der keine Alternative hat. Die Geschwindigkeit ist natürlich abhängig, wie der Ausbau vom Internet bei euch ist. Bei uns ist er relativ gut, da bekomme ich teilweise bis zu 50 Mbit/s rein. Und ihr dürft mir auch gerne folgen.